und auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines, Creative Code für den Ripe, ey Crimex OG. Hey und Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück in Trainmakers und heute mit dabei SU und Russik. Was geht ab, Jungs? Was geht, Leute? Hey, und Leute, ihr habt uns letztes Mal in den Kommentaren vorgeschlagen, dass wir mal ein 10 Millionen Dollar Privatchat bauen sollen. Und genau das werden wir heute tun, Jungs. Das Preisgeld ist natürlich immer 500 Euro für den Gewinner. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit und Leute, als kleine Regel, der Privatchat muss sehr, sehr auf Luxus angelehnt sein. Also wirklich mehrere Sitzplätze, viel Luxus und so weiter. Mehr muss es nicht haben. Es muss natürlich fliegen können. Und da würde ich sagen, es geht jetzt los. Ab jetzt eine halbe Stunde. Let's go, Leute. Let's go. Und Leute, wenn ihr wieder mehr Trainmakers sehen wollt, dann lasst ein Like und ein Abo da. Ihr wisst, Trainmakers ist das allerneue Lieblingsgame hier von uns. Und ich würde sagen, wir sind hier ein bisschen entfernt von den anderen. Jetzt kann es hier losgehen. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir müssen uns jetzt richtig beeilen. Wie gesagt, halbe Stunde Zeit. Die Zeit läuft ab jetzt. Und Privatchat bedeutet ja auch, also erstmal, das Ding muss ja relativ groß sein. Das ist jetzt nicht nur so ein Einsitzerflugzeug. Nee, Leute, da muss auf jeden Fall Platz für mehr von Paul Bergern hier drin sein. Deswegen würde ich sagen, das Ding muss mal mindestens so lang sein. Dann muss es natürlich auch luxuriös aussehen. Na gut, eine Innenausstattung. Vielleicht sogar, dass man da reingehen kann. Das wäre natürlich auch sehr, sehr wild, Leute, dass man da reingehen kann. Und ja, ihr könnt auch hier im Hintergrund sehen, ich habe ja extra so Wolken gemacht, damit das so aussieht, als würden wir hier durch die Gegend fliegen. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ihr wisst Bescheid. Wie würdet ihr einen Privatchat bauen? Wie würdet ihr das machen? Also erstmal, ich werde das Ding von innen nach außen bauen. Wir machen jetzt hier erstmal... das sind halt quasi so die Sitzplätze für die Leute. Warte, das ist sehr hoch, oder? Das ist schon sehr hoch. Wir machen anders. Wir machen diese Dinger, benutzen wir hier so als Sitzplätze für die Paulberger. Zack, kopieren. Also wir machen das Ding schon so, dass da wirklich... Boah, wobei, die sind halt auch sau schwer, die Sitze. Ich glaube, warte, wir machen es ein bisschen anders. Ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Lass mal den Papa machen hier. Lass mal den Papa machen. So, oh, wow. Leute, die Jungs wissen nicht, dass sie sich hier mit dem Trainmakers-Boss anlegen. Ja, sehr gut. Das gefällt mir so. Oh mein Gott, sehr stark, Jungs, sehr stark. Guckt euch das schon mal an jetzt hier, sehr gut. Und genauso werden wir das Ding da rumbauen. Alter, das wird ja so ein fettes Teil. So, okay, dann machen wir hier natürlich noch die Decke drüber. Zack, zack. Alter, das wird so ein kranker Private-Chat werden. Und draufsetzen. Okay, also ich finde, so kann man das lassen. Und jetzt machen wir hier natürlich noch so die Seiten fertig. Genau. So, und das machen wir auch einmal nochmal auf der anderen Seite. Hier wieder alles auswählen, Trick 17 und kopieren. Ey, was mache ich? Doch, nee, ist richtig. Okay, also ganz ehrlich, Leute, ich finde, das sieht schon nach so einem Flugzeug, also nach so einem Körper von einem Flugzeug aus. Ihr wisst schon, was ich meine. Da müssen wir natürlich noch hier Technik einbauen, dass die Landedinger, die Reifen ausgefahren werden und so. Na, kriegen wir schon hin. Ihr müsst mir da einfach vertrauen. Genau, dann machen wir hier noch so, zack, zack. Und hier vorne die Blöcke, die können wir ja so durchsichtig färben, damit das so aussieht, als wäre das hier die Glasscheibe. Hier an die Seite kommen, da machen wir natürlich auch noch Fenster später rein, damit die Leute auch rausschauen können. Aber ich finde, wir sollten uns jetzt erstmal darauf konzentrieren, dass das Ding halt wirklich auch wie ein Flugzeug dann später aussieht. Und zwar, was braucht ein Flugzeug, Leute? Ganz klare Sache, natürlich diese Flügel. Ne? Ich nenne es jetzt einfach mal Flügel oder die heißt ja auch Flügel. Keine Ahnung, wir werden jetzt hier einfach mal irgendwie provisorisch so Reifen oder so dran machen, damit das Ding losrollen kann zum Starten. Irgendwelche Reifen, so kleine Reifen hier, die Go-Kart-Reifen. Nicht mal die kann man hier dran machen, oh Gott. So, die Flügel von dem Flugzeug, sind die weiter vorne oder mehr in der Mitte? Die sind auch eigentlich immer relativ mittig. Wie sieht ein Flugzeug nochmal aus? Ich google jetzt, wie ein Flugzeug aussieht. Ja gut, die Flügel sind mehr in der Mitte bei einem Flugzeug, die sind nicht so weit vorne. Das heißt, wir machen die auf jeden Fall auch mehr in die Mitte. Dann brauchen wir hier diese Flügel, Leute. Ganz, ganz wichtig, damit das Ding natürlich auch Auftrieb hat. Damit das Ding auch nach oben steigt. Und so ein fetter Luxus-Chat hier, wie das ist, müssen das auf jeden Fall riesige Flügel sein. Das kann ich euch schon mal sagen. Das kann ich euch schon mal verraten, Leute. Alter, was für Dinger. Wir steigen mal ein, wir testen das Ganze mal. Okay, schön, dass die sich nochmal in die falsche Richtung hier bewegen. Das müssen wir noch kurz einmal switchen. Das Schlimme ist, wir haben die ganze Zeit eigentlich nur das Flugzeug gebaut. Wir haben bis jetzt nicht mal getestet, ob es halt wirklich funktioniert. Das ist eigentlich sehr, sehr risky-misky, was wir hier machen. Okay, sehr gut. Hinten ist jetzt zu, Leute. Das Ding ist aber, wir haben noch hinten immer noch mal diese kleineren Flügel. Modular bietet eine große Menge Auftrieb und das bietet kleine Menge Auftrieb. Genau, so was Kleines brauchen wir hinten irgendwie noch mal. Genau, damit das einfach hinten auch noch mal so einen stabilen Auftrieb hat. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall gleich erstmal den ersten Check machen, ob das Ding überhaupt fliegen kann. Ich glaube es ja, also, ey, ganz ehrlich, Leute, wenn das Ding jetzt fliegt, dann fresse ich einen Besen. Ich glaube es ja irgendwie nicht. Ich glaub's ja irgendwie nicht, ne, dass das Ding hier fliegt. So, wir hauen hier die
Obwohl, wir können hier wirklich diese fetten Drachenchats eigentlich dran hauen. Das Ding braucht ja so eine Leistung. Wir hasseln hier die Drachenchats dran. Wie bei einem richtigen Flugzeug. Da sind ja auch unter dem Flügel sind hier diese fetten Turbinen. Also ich versuche jetzt das Ganze einfach möglichst real zu bauen und hoffe, dass es dann einfach funktioniert, wenn es wie ein echtes Flugzeug aussieht. Okay, Leute, der erste Flugcheck von unserem Luxusflugzeug. Flieg! Flieg, kleiner Vogel! Das hat ja super funktioniert, Leute. Aber muss natürlich auch dazu sagen, das Ding ist ja anders fett. Vielleicht war auch einfach die Startbahn zu kurz. Flugtest Nummer 2. Mehr Auftrieb ist da. Okay, eine Bodenwelle. Alter! Okay, Leute. Okay, das war gar nicht mal so schlecht. Hat uns jetzt natürlich hier ein bisschen aus dem Konzept gebracht, dass hier so eine Bodenwelle war. Ich will das Ding auf jeden Fall auch optisch so richtig krank bauen, aber dafür muss halt erstmal funktionieren. Okay, wir machen wieder nächsten Test. Okay, und das Ding fliegt. Flieg, 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 kleiner Vogel. Ja, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Ey, es geht halt Real Talk sogar, ne? Es ist okay. In Schulnoten wäre es eine 3. Es fliegt, aber es ist schwierig. Ich versuche das noch zu verfeinern. Ich habe mir übrigens gerade wieder bei Google Bilder so ein paar Private Chats angeschaut. Und das muss hier auf jeden Fall weiter nach hinten. Ja. Ja, ja, Leute. Genau. Und dann hier die Flügel haben wir, finde ich, auch schon ganz gut gemacht. Vorne sieht es noch nicht so nice aus, weil die Schnauze ist eher so länger gezogen. Das müssen wir irgendwie nochmal vorne ein bisschen überarbeiten. Das sieht mir noch nicht so chatmäßig aus. Oh mein Gott, Leute. Guck mal, jetzt sieht das doch zu real aus. Junge, Junge, Junge. Okay, okay, wir sind krass. Bam, Leute. Schaut euch jetzt mal bitte die Schnauze an, wie wir das gebaut haben. Also wenn das hier nicht ein realer Private Chat ist, dann weiß ich ja auch nicht. Gut, aber ist ja auch kein Kampfchat oder so. Ist ja ein Privatchat. Der braucht natürlich auch ein bisschen eine Startbahn erstmal, um das Ding hochzukriegen. Ist ja normal. Flieg, kleiner Vogel! Es ist so schwer zu fliegen, das Ding. Was ist das? Das Problem ist, Leute, das ist ein generelles Problem, weil ich nicht weiß, wie man das richtig baut in Trailmakers mit der Lenkung bei den Flugzeugen. Das ist gar nicht so einfach. Wir haben jetzt nicht irgendwie so krasse Spezialfeatures. Ich weiß, Leute, aber wir versuchen einfach mit Optik und mit Funktion zu punkten. Normalerweise baue ich ja immer so 1000 Sachen ein, die man so Funktionen, die Tasten, die man drücken kann und so. Okay, das sieht cool aus hier mit diesen Doppelreifen. Das sieht richtig aus wie so reale Flugzeugreifen. Übelst nice. Ich habe nur Angst, dass die Reifen irgendwie hier drangehauen werden und das blockiert und dann irgendwie das Ding auseinanderbricht. Das müssen wir auch gleich nochmal testen. Boah, Leute, und wir müssen noch auf jeden Fall eine coole Farbe geben. Wir müssen das Ding irgendwie noch cool färben. Weil ich finde, ganz ehrlich, so, das sieht jetzt noch nicht so nice aus mit dem Blau und Rot. Ich finde so ein Private Chat in Schwarz. Stellt euch mal vor, so ein schwarzer Private Chat. Uff. Uff, Leute, zu wild. Zu wild, so ein All-Black Private Chat. Okay, Leute. Oh, es ist jetzt auch nur noch eine Minute, die letzte Minute läuft. Ich würde sagen, was sagt ihr so rein optisch? Also ich finde, das Ding sieht gut aus. Es sieht auf jeden Fall, ich finde, man erkennt auf jeden Fall, dass es so ein kleiner Chat ist, so ein kleines Flugzeug. Rein Performance-Technik, ja, ist jetzt noch nicht so wild, natürlich. So, meine Freunde, die Zeit ist jetzt offiziell abgelaufen. Ab jetzt darf nichts mehr gemacht werden. Und ich würde sagen, Jungs, seid ihr zufrieden mit euren Ergebnissen? Ich bin bereit, ich bin bereit. Okay. Definitiv nein, definitiv nein. Das hört sich sehr überzeugend an. Wisst ihr was, wir werden das Ganze so machen. Und zwar werden wir erstmal gleich nacheinander unsere Flugzeuge hierher spawnen. Dann werden wir erstmal die Optik und Funktion bewerten. Und dann natürlich auch noch den Flugcheck und wie komfortabel dieser Private Chat ist. Das ist natürlich ganz wichtig. Und deswegen, ich würde sagen, Jungs, ich fange einfach mal an, okay? Ich werde jetzt hier mal meinen Private Chat hinspawnen. Und zwar, let's go! Oha. Mein Private Chat hier in Schwarz, Leute. So richtiger Milliardärs-Private Chat in All Black gemacht, Leute. Ich habe so versucht, ein bisschen die Form nachzubauen. Da sind auch 6 Sitzplätze drin. Also da kann die ganze Gang, die ganze Großfamilie kann hier mitfliegen. Und das ist auf jeden Fall ein 10 Millionen Dollar Private Chat. Die Räder, die kann man einfahren später, wenn man dann startet. Und ansonsten ist der Flug natürlich sehr komfortabel, sehr auf Luxus angelehnt. Das ist geil. Das sieht doch schon mal optisch richtig gut aus, muss man dazu sagen. Auch das Schwarze gefällt mir, sage ich dir ehrlich. Ja, ja, also auf GTA-Style habe ich so gemacht, weißt du? Da gibt es ja auch dieses eine teure, so für was Schwarzes. Richtig edel Mädel hier unterwegs, nice, ne? Nice, nice, nice. Okay, dann würde ich sagen, Russik, mach du mal als nächstes weiter.
Ey, Freunde, ich schäme mich ein bisschen für mein Private Jet, aber hier ist es! Oh. Hä, sieht doch optisch voll geil aus. Hä, safe, Digga. Das ist mein Private Jet, Freunde. Sieht sogar wieder richtig gut aus. Auch auf jeden Fall mehrere Sitzplätze drin, oder? Ja, ja, für uns genau halt drei Stück. Halt, drei Stück, okay, sehe ich doch schon. Was hast du aber da, was hast du da alles eingebaut? Das sieht so richtig nach Technik-Mechnik aus, Alter. Eigentlich gar keine Technik. Er ist einfach Techniker geworden, oder was? Die Flügel Optik. Sehen so krank aus, Digga, was ist das? Mehr Optik als Technik, krass, ja. Krass, er baut da so Rohre und so, das sieht übelst wild aus. Okay, also sieht auf jeden Fall schon mal sehr verrückt aus. Ich bin, also sieht auch nicht schlecht aus, ne? Also auf jeden Fall nur irgendwie so voll nach, als wenn da so 1000 Motoren und Düsen und so dran sieht das irgendwie aus. Aber not bad, ich bin gespannt auf den Flugcheck. Und hast du irgendwelche Funktionen noch? Irgendwas, was man machen kann? Tür geht auf oder irgendwas eingebaut? Nö, Jungs, ich habe gar nichts geschafft. Ich habe nur die Optik hier geschafft. Perfekt. Dann würde ich finde, das Ding sieht auch so wie so eine Raumfahrstation ein bisschen aus, weil es so weiß ist. Aber okay. Dann würde ich sagen, SU, du bist als nächstes dran. Okay, Leute, da bin ich gespannt, was ihr sagen werdet. Bam! Perfekt, das darfst du sehen. Weil ich bei ihm eingestiegen bin. Ganz zufällig das gleiche Wasser gebaut. Weil ich bei ihm eingestiegen bin und R gedrückt habe. Moment. Baupause, wo ist das? Bam! Sieht für mich aus wie ein Kampfflugzeug. Warum Kampfflugzeug? Musste ich leider jetzt es schon ist ein Privatjet. Sagen, Thema verfehlt, also, Digga. Warum Thema verfehlt? Muss ich jetzt schon sagen, Thema verfehlt, Bro. Das Ding, ich kenne doch deine Flugzeuge, die du baust. Das Ding wird wahrscheinlich sehr gut fliegen. Aber, Bro, das ist halt einfach kein Private Jet. Ich habe von Anfang an gesagt, es muss groß sein, ist ein Passagierflugzeug. Es ist groß, da passen doch mehrere Leute rein, Bro. Guck mal. Ja, aber Bro, du hast ja nur die Sitze gebaut, so keine Karosserie, so, weißt du? Also das wäre, das als Kampfjet wäre sehr nice, aber Private Jet bin ich bisschen. Ich dachte, du baust jetzt wieder so ein Riesending, wie bei Bus mit so Aua, Einstieg das, und so. Das tut weh. Oder wie diese geile Limousine, die du mal gebaut hast. Ich bin ein bisschen... Das tut weh, Bro. Das mehr, tut weh, dass du sowas leid, sagst. Tut mir leid, aber habe ich mehr erwartet. Schade. Aber okay, dann würde ich sagen, jetzt machen wir erstmal die rein optische Bewertung. Was sagt ihr so? Rein optisch jetzt erstmal. Rein von der Optik her, lass mich dann starten, wenn du mich hier schon so fett kritisiert hast. Ja. Ich muss schon wirklich sagen, meins ähnelt halt eher schon mehr Richtung normales Flugzeug. Und ich würde hier den ersten Platz natürlich direkt hier für Max rausballern, weil ich schon begeistert war, als du dein Dingens hier rausgespawnt hast. Der zweite Platz geht dann dementsprechend für Russak raus und dann ich halt auf dem letzten Platz. Okay. Was die Optik angeht, Jungs. Was die Optik angeht. Der Meinung schließe ich mich an. Also ich fand, meins ist jetzt auch so am freshesten. Dann Russak und SU hat, wie gesagt, leider ein bisschen Thema verfehlt. Deswegen schließe ich mich auch der Meinung an. Russak, was sagst du? Ey, Freunde, da ich ganz genau weiß, wie mein Performance ist, gebe ich mir den Optikpunkt. Okay, ja gut. Leute, dann würde ich sagen, lasst uns erstmal die Flugchecks machen. Ich würde einfach sagen, komm, ich fange auch wieder kurz an. Ich zeige euch kurz, wie mein Ding fliegen kann. So, ich spawne ihn einmal kurz hier neu. SU. Alle einsteigen. Genau, ihr dürft sogar alle einsteigen. Genau, bitte jetzt aber nicht selber Gas geben. Ja, ihr dürft nur derjenige, der vorstellt. Genau, bitte keine Tasten drücken. Und dann würde ich sagen, wir heben ab, Leute. Das Ding braucht natürlich auch ein bisschen Startbahn, weil es so ein fettes Vieh ist. Und dann fliegt das Ding ganz seelenruhig, entspannt los. Man kann natürlich auch lenken, Leute. Und dann landest du aber gleich ins Wasser? Nein, oder? Ich kann natürlich auch hochfliegen wieder. Okay, dann flieg mal hoch. Ein bisschen zu hochgelenkt. Es geht ins Wasser. Ich hab die falsche Tasse. Ganz kritisch, Max. Es ist schwierig zu lenken. Ich gebe zu, es ist sehr ganz schwierig zu kritisch, Max. Ganz kritisch. Ja, Leute, unser Flugzeug ist leider... ich habe eigentlich die Titanic gebaut, Jungs. Okay, dann als nächstes Russik. Zeig du mal her. Okay. Dann zeig mal her, wir steigen auch alle ein hier. Okay, Freunde, seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit. Es geht los. Let's go. Gleich geht's los, Jungs. Kannst du deine Flügel nicht bewegen? Hä, wie willst du das Ding denn fliegen, Bro? Ja, super. Aha, Russak. Jungs, ups. Huch. Okay. Da muss ich wirklich sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Schade Russak, schade. Hä, was? Ja, du hast die Flügelding, du hast die falschen Gelenke eingebaut, Digga. Ich hab die falschen Gelenke, weil ich zu sehr auf Optik gegangen bin und plötzlich kommt du rein und sagst... Okay, Leute, da sind wir endlich angekommen. Seid ihr bereit, Leute? Steigt erstmal alle ganz geschmeidig ein. Ich muss natürlich vorne sitzen. Drückt wie immer mal keine Tasten. Okay. Sonst wird das hier alles nicht funktionieren, okay? Seid ihr bereit? Ja. Seht ihr? Ich kann hier alles bewegen, so frei, wie ich das machen möchte. Aha. Dann würde ich mal sagen, auf geht's! Wohin sollen wir? Ihr könnt entscheiden, wo wir hinfliegen. Wow. Egal wo. Wir können auch von mir aus, wenn ihr sagt, komm, ey, nicht lenken. Ich merke doch gerade, dass jemand von euch lenkt.
Wir können hier Purzelbäume machen. Hui. Das Ding fliegt sich schon gut. Und dann können wir auch nach rechts. Komm, wir fliegen nach rechts. Kein Problem. Du fliegst aber gerade gar nicht nach rechts, ey. Doch, ich flieg. Rustig drückt da irgendwelche Knöpfe, Digga. Das ist doch kacke, ich drück Digga. Gar nicht. Ich drück gar nicht. Irgendeiner von euch drückt da irgendwas. Hä, Digga, dein Flugzeug stürzt ja ab, Digga. Ey, Jungs, das ist doch kacke. Warum drückt ihr das? Ich hab nichts gedrückt. Ich hab auch nichts gedrückt. Schade, dass dein Flugzeug abstürzt. Max, Leute, Max hat geschummelt mit 100 Pro. Ich hab grad nichts mehr gedrückt. Der Schwanz hinten hat sich bewegt. Schade, dass ihr sabotiert. Max, schade. Ja, nein, Digga, ist doch okay. Dein Ding ist am besten. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sport nochmal eure Flugzeuge her. Dann kommen wir jetzt zum Endergebnis, die Endbewertung. Ich sag, Digga, für mich habe ich heute das Ding gewonnen. Flugtechnik war SU halt klar am besten, okay. Sage ich, stimme ich zu. Aber wie gesagt, war halt für mich auch ein bisschen einfach Thema verfehlt. Russack hat leider gar nichts geleistet mit seinem Flugzeug. Was? Das sieht wenigstens cool aus, ey. Ja, aber auch nicht so cool wie meins, ne? Hey, meins ist auch so schön. Aber gut, wie gesagt, gebt eure Endbewertung. Sagt gerne, Leute, ihr dürft auch in die Kommentare schreiben. Was sagt ihr? Also der Gewinner für mich heute ist iCreamix. Kuss. Kuss. Und jetzt SU. Also von der Optik her gesehen, komplett Max den ersten Punkt. Aber Performance muss ich leider mir denselben Punkt geben. Also 1-1 unentschieden. Und du würdest auch nicht sagen, dass du Thema verfehlt hast? Ich würde nicht sagen, direkt Thema verfehlt, aber meins sieht wirklich optisch nicht so übertrieben wie ein Jet aus. Muss man schon sagen, wie ein Privatjet. Ja, ich kann dich dafür halt leider nicht gewinnen lassen, Bro, weil das Ding ist so, weißt du, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, wir bauen einen LKW und ich baue einen Monster-Truck und mein Monster-Truck kann dann halt mehr als dein LKW, dann, weißt du, dann... Ja, so, aber guck, gib doch mal bei Google ein, Privatjet. Ja, aber Digga, dein Ding ist halt einfach nur ein Kampfjet, sorry. Es ist kein Kampfjet, soll die Community einfach bewerten? Ich hab extra gesagt, auf Luxus, dann größer. Lass die in den Kommentaren bewerten. Leute, bewertet ihr das Verhalten von SU, Live-Chat, was sagt ihr dazu? Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Crimex.